Hiho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge XCOM 2 War of the Chosen. Und es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Aber wir lassen uns davon ja nicht unterkriegen. Deswegen... Definitiv sollten wir den... übernehmen, Fritzl ausschalten. Dazu... Der Schildheinzel muss auch sterben. Ich weiß nicht, wie weit unser Scharfschütze einsatzfähig ist. Er ist komplett einsatzfähig. Könnte Saya umbolzen. Das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Könnte aber auch... Ich denke, das ist ein Fall für Teamwork. So, wo sind meine Leute? Ihr seid alle relativ weit weg. Relativ weit weg. Okay, der Purificator hat eigentlich nichts zu sagen. Slim? Wenn du erstmal nachlädst, kannst du mit Rapture Fire einen wahrscheinlich direkt aus dem Leben husten. Vielleicht nicht gerade Saya, wenn es geht. Problem ist, die haben alle viel zu viel Rüstung. Ich würde gern den Wagen sprengen, aber das wird ihn nicht killen. Den Elite-Soldaten wird es auch nicht killen. Den Priester wird es auch nicht killen. Mox kann nicht, was das betrifft, hier irgendwie... Der Baum ist im Weg, sodass Mox nicht sieht. Das ist natürlich wunderbar. Kerrigan hatte zwar noch eine Granate, die wäre nützlich. Aber dazu müsste ich... komplett auf meine Züge mit Soldier 76 verzichten, um Kerrigan die Granate ausspielen zu lassen. Plus, dass ich nicht weiß, ob sie es überlebt dann. Er hier ist relativ aufgeschmissen. Kann auf das Auto schießen, das ist aber auch das Einzige, und das werde ich dann auch wahrscheinlich machen. Damit wenigstens das Ding aufhört. So. Jetzt ist die Frage. Definitiv sollte ich definitiv sollte ich nicht Saya den Mech wäre wahrscheinlich relativ stark, wenn ich den umholz. Aber ich weiß nicht mal, ob ich den Mech von hier umholzen kann. Da wäre sogar Mox ein bisschen effizienter, aber Mox ist halt absolut im Offenen. So. Ich kann den Priester in Flammen versetzen. Oder den Purificator direkt ausschalten. Die Treffergenauigkeit ist halt extrem miserabel. Dann schalte ich ihn aus. Hat nicht mal gereicht. Wow. Dieses verdammte Schild ruiniert's. Das verdammte Schild ruiniert aber sowas von. Okay. So.
Ich meine, ich kann den Mech ordentlich eins reindrücken. Was anderes sehe ich im Moment nicht. Und er schießt daneben. Das ist natürlich noch perfekt dazu. Slim hat noch nicht geschossen. So, geben wir mal direkt verbessertes Teamwork. Das brauchen wir jetzt oder nie. So, weil dann kann nämlich sie noch den Purificator umnatzen. Das zerschreddert! Nice. Sehr schön. Ich frag mich halt, schaffe ich es den mit Doppelschuss zu killen? Davon hab ich noch mehr. Ich muss es probieren. Mit so viel wie möglich. Und Goodgo kann einfach mal in die breite Masse halten. Soldiers erstmal out of order noch. Ich will meine Leute nicht zu nah aneinander stehen lassen, definitiv nicht. Teamwork. Geben wir Slim noch eine Chance. Ach, und dann kannst du nur die Pistole benutzen. Aber du kannst dich wenigstens hier auf die hohe Fläche stellen. So. Schaffst du es, ihn umzunutzen? Das wäre ideal. Sehr schön. Damit ist Saya befreit. Und mit Saya befreit sollte es uns möglich sein, bringt nicht so viel. Dich würde ich gerne erledigen, Freundchen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Der Andromers hier im Offenen? Wäre der Andro hier im Offenen? Ich glaube, der wäre sogar hier im Offenen. Das Problem ist, ich will meine Leute nicht zu nah aneinander stellen. Weil wenn ich das mache, habe ich ein ernstes Problem. So. Jimmy kann den Andro umknallen. Die Frage ist nur, ob er es auch schafft. Mit einem Doppelschuss könnte er es hinkriegen. Nice, direkt kritisch. Und da ist der Andro weg. Wir alle haben das Ding zu Boden. Was passiert hier? So. Da das Ding jetzt nur noch eine Maschine ist, kriegt der Bonusschaden von Elektro. Wie bei Pokémon. Nee, Nachteil ist, meine ganzen Leute stehen jetzt gerade zusammen. Muss aber gerade sein. Und ich habe gerade nur noch Saya. Saya fokussiert sich auf ihn. In der Hoffnung, dass er betäubt wird. Und er ist betäubt. Ja, nice. Gute Arbeit, Saya. Ich bin stolz auf dich. Goodgo hält einfach mal voll rein. Muss mich zusammenreißen. Sehr schön. Die Distanz. Ich werde beschossen.
Slim! Oh. Okay, Stasis. Hi! Durch den Baum, Gutko! Nice! Sondereinsatzkommando. Kerrigan verblutet noch, das ist mir sehr wohl bewusst, deswegen stabilisieren wir sie jetzt direkt. So. Dann können wir mit dem Schockprotokoll, nachdem wir nachgeladen haben, direkt den Mech ausschalten. Wohin fliegst du, kleines Ding? Ich wollte eigentlich... Ich bin dazu geneigt, es zu tun, einfach nur um zu sehen, was passiert. Ich habe aber Angst, dass mein Spiel abschmiert. YOLO! Okay. Was hat das jetzt gebracht? Es hat meinen Zug verschwendet. Perfekt. Genau das habe ich mir erhofft. Dass es meinen verdammten Zug verschwendet. Super. Wechselposition. Okay. Schauen wir mal. Ich kann den schweren Mech auf die Art ausschalten, sonst kann ich eh gerade nicht viel machen. Dann... Saya ist noch in Stase. Slim hat seine Aktion lustigerweise total verdommelt. Er hier ist ein bisschen weit hinten noch. Und ich muss ihn auch außerhalb rumlaufen lassen, weil sonst bringt es gar nichts. So, wir haben effizient noch 3 Gefahren hier. 3. Er ist mit Abstand die größte. Und was heißt die größte Gefahr? Ist halt einfach das Schild. Das Schild ist problematisch. Und du schießt daneben! Nein! Gott, frick, damn it! Schon unterwegs. Ich habe eigentlich losgelassen. Aber naja. Ich muss Slim heilen, sonst rotzen die mir Slim um. Und Slim umrotzen ist nicht gut. Mox kann den Mech ausschalten, wenn er trifft. 60%. Komm schon, Mox. God damn it! Dann beweis es. Ich werde nicht noch einmal versagen. Schieß nochmal daneben.
Ja, komm. Ist es so ernst? Kann mal einer von euch bitte den scheiß Mech töten? Bitte! Was seid ihr? Teletubby Squad! Danke, Gutgo! Willst du noch mehr? Bleib's erstmal unten. Ich lasse niemanden vorbei. Wird schon schlimm genug wieder. Hi! Slim. Nein. Gottes Willen. Gott sei Dank habe ich ihn geheilt. Ja, auf das habe ich eigentlich gewartet. So. Definitiv Gremlin-Heilung. Kerrigan hat einen Lebenspunkt. Ich will sie eigentlich gerade nicht herholen. Stirb, Bastard! Ich hätte nachladen sollen vorher. So. Kannst du jetzt treffen? Ich sag schon gar nichts mehr. Befehl bestätigt. So, mir ist egal, ob du triffst oder nicht, aber Hauptsache er ist markiert. Natürlich triffst du. Panzerung getroffen. Warum sollten auch die anderen Leute treffen? So. Klingt machbar. Wärst du so freundlich, Slim? Kein Crit. Schade. Crit hätte die Sache wahrscheinlich relativ einfach gemacht. Aber gut geregelt. Du hast keinen Gegner für mich. Sehr schön. Legen wir endlich los. Rücke vor. Angel kann direkt noch ein bisschen auf den Wagen da hinten ballern. Der muss nämlich auch zerstört werden. Und Mox auch. So. Ich würde am liebsten eigentlich noch eine Runde warten, in Hoffnung, dass sie noch ein bisschen näher an den Wagen hingehen, und das mache ich auch. Aber nachladen, achso, ist eh kostenlos. Die Ashland-Energiezellen haben ihre maximale Aufladung erreicht, Commander. Hey, die Kanone ist geladen und feuerbereit. Okay, sehr schön. Das war gerade TS. Einfach ignorieren. So. Die Frage ist, könnt ihr irgendwo diesen Power-Generator sehen? Gutgo könnte ihn von hier sehen, aber nicht wirklich viel näher. Und du musst nachladen. So. Das Sprengen bringt mir noch gar nichts. Deswegen alle mal vorrücken. Wenn es sein muss. So weit vorrücken wie halt möglich. In Ordnung.
So, und gut, gut auf. Während wir hier den Ding ausschalten. Wir haben alle feindlichen Belagerungsstellungen zerstört. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Muss nachladen. Zu dieser Position. Brown, du darfst auch mit vor. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Und du kannst gerade eh nichts machen. Bleib mal noch im Verborgenen. Das wird gleich wieder wehtun, aber wir sind noch über 100. Alles gut. Wenn wir diese Kanone nicht aufhalten, können wir vielleicht nie wieder abheben. Da war noch eine Muton-Gruppe, habe ich gerade gesehen. Da war definitiv noch eine Muton-Gruppe. Okay. Problem ist, Slim freakt bei Mutons immer aus. Deswegen müssen wir definitiv vorsichtig sein. Mutons sind nicht zum Lachen. Und vor allem sollten wir sie nicht aus Versehen triggern, aber dafür haben wir ja das Scan-Protokoll. Ja, da sind sie. Ich könnte einen Muton verletzen mit dem in die Luft jagen des Wagens. Aber das bringt mir gerade noch nicht so viel. Gutko sieht auch den großen Wagen nicht. Was ist da drüben? Jetzt komme ich. Langsam, langsam uns vorpirschen. Ich bin bereit. Für den Fall, dass sie uns aufdecken, sichere ich mal das Gebiet ab. Bin dabei. Mox kann auch direkt vor. Verstanden. Und wir bleiben mal verborgenen. Wir haben auch keine Medkits mehr in dem Sinne. Mal sollte ich Kerrigan direkt aufheben, einfach nur, falls wir es brauchen. Aber wir spielen jetzt auf Nummer sicher. Okay, sie haben sich bewegt. Und ich habe keine Ahnung, wo sie sind, ehrlich gesagt. Oh, da unten. Also relativ weit weg. Und die Muton-Patrouille? Wo ist die? Ich stehe zu ihrem Dienst. Das Ziel ist markiert. Okay. Könnte ich auch sprengen, bringt mir aber auch gerade wenig. Wir müssen gucken, dass wir den Wagen in die Luft jagen. Ohne uns zu sehr in offenes Feuer zu begeben. Und los geht's! Sehr schön. Guter Schaden schon mal. Dann können wir einen normalen Schuss. So. Die Falle ist ausgelegt. Die Falle ist definitiv jetzt ausgelegt. Jetzt müssen wir nur auf den richtigen Moment warten, um das Feuerwerk zu zünden.
Ich würde ihn gern dahin schicken, aber ich habe Angst, dass ich dann die Mutants trigger. Und wie wir das hier wissen, ist das Spiel bei dem relativ unverzeihlich. Bestätigt, Überwachung läuft. Na los, zeigt euch! Wir sammeln unsere Kräfte. Feuerschutz! Ich erwarte sie. Alle mal durchladen. Bin dabei. Und hoffentlich. Es gibt kein Entkommen mehr. Okay, die bewegen sich noch ein bisschen weg. Was ist mit den anderen? Wo seid ihr? Ihr seid sehr nah an dem Gerät dran. Verdammt nah. Das bedeutet... In Position und ausschalten. Wenn ich sie trigger, nehmen sie Schutz bei dem Wagen. Probieren wir es. Genug gewartet. Kommt schon. Der Wagen ist euer Freund. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Boom! Arbeiter draußen. Der Generator ist zerstört und die Kanone deaktiviert. Nur noch um die restlichen Feinde kümmern. Benutze niemals ein Kernkraftwerk als Deckung. Glorious. So, dann wollen wir den Kerl mal markieren. Er hat sogar getroffen, also Brown ist echt ein verdammt guter Schütze. Ich brauche deinen Schuss momentan noch nicht, deswegen... Die Kollegen sind nirgendwo in Sprengreichweite, da warte ich am besten noch. Sire wäre ein bisschen verschwendet, wenn wir jetzt draufhalten. Deswegen... halt ich mit jemand anderem drauf. Mox wäre wahrscheinlich ein... ich meine, Jimmy wäre wahrscheinlich ein guter Kandidat. So. Feind neutralisiert. Und jetzt lassen wir die Leute geflogen zu uns kommen. Ich lasse niemanden vorbei. Abwarten. Bin dabei. Okay. So. Gutko, Trigger. Meine Hoffnung ist jetzt, dass sie jetzt in Gutkos Nähe Richtung Auto rennen. Sehr schön. Der eine ist direkt zum Auto gerannt. Das können wir uns natürlich zu Nutzen machen. Kann ein Brand entstehen. Boom! Nice. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Mutons einigermaßen in Schacht halten. Wie sieht es bei dir aus, Gutko? Kannst du dem irgendwie... Sire wäre wahrscheinlich ideal, wenn es schafft, ihn da hinten zu erwischen. Die Frage ist nur, wie will ich das schaffen, ohne dass er danach halt Sire ins Gesicht prügelt. Bewegung, Bewegung! 76%, aber sie tötet ihn nicht. Schade. Slim kann eventuell einen Muton killen. Soldier sollte
mit einer guten Position eigentlich. Moment. Slim ist die Furcht nicht angegangen, merke ich gerade. Egal. Vielleicht krittet er ihn. Nein, er krittet ihn nicht, aber er hat ihn auf jeden Fall in den Front gesetzt. Das ist fast genauso gut. 50% ist natürlich nicht so ideal, wie ich mir hoffe. Die Granate fliegt niemals so weit. Ha. Wir könnten mit dem Schusshagel ihm definitiv den Gnadenstoß versetzen. Wow. 0%. Das ist mal wieder so toll. Wir haben noch ein Gefechtsprotokoll, das will ich aber wahrscheinlich aufheben. Dann... Die Gasgranate bringt mir relativ wenig. Du bringst mir auch gerade relativ wenig, leider. Ich meine 0%, was willst du machen? Okay, dann schieß halt. Treffen tust du eh nicht. So. Er sollte sterben. Aber Gutko versemmelt's. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Setze mich in Bewegung. Die Frage ist, kriegt das Mox mit 40% hin? Das könnte icky werden. Das könnte richtig icky werden. Schalten wir sicher einen Muton aus. Ziel eliminiert. Na los, zeigt euch. Und vielleicht haben wir Glück. Ich könnte ihn schocken. Sollte aber Slim noch weiter zurückziehen. Natürlich. Slim ist eindeutig zu sehr verletzt. Dann machen wir den einen noch platt. Der steht zwar wieder auf, aber dann kommt er höchstwahrscheinlich nicht ran. Soldier. Okay, 4 Schaden ist vertretbar. Gerade so vertretbar. Als wäre es perfekt abgestimmt worden. Nice. Good God, ihn deaktiviert. Sehr schön. Okay, Leute. Zergrush! Reingehen, umholzen. Gar nicht lang rummachen. Go, go, go. Und weiter geht's.
schalten wir erstmal das Ding noch vollständig ab. So. Wo kann Gutko hin? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage. Mock Natal! Taktische Bewegung. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht angezündet. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Wie kann das trotzdem noch vergiftet sein? Vielleicht war Surcrush doch nicht so die perfekte Idee. Warum sieht er schon wieder niemand? Muss nachladen. Okay. Gucken wir mal, ob Slim was critten kann. Das würde es uns schon relativ einfach machen. 71% Slim. Nice! Umgekrittet! Alter! Chill, Slim! So, und dann können wir jetzt einfach mal... Tag Team! Ah, braucht mir nicht mal Tag Team. Ah, Gott. Gutko, wärst du so freundlich? Streche? Wir haben die Bedrohung ausgeschaltet, Commander, aber die Avenger hat dabei schwere Schäden erlitten. Wir müssen einen sicheren Ort finden und sie reparieren. Ah. 7 Verletzte, 29 Kills. Uah. Das war zwar eine schöne Mission, vor allem auch eine schön lange, aber eine verdammt harte. Hätte ich Gutko nicht so extrem gepimpt zusammen mit seiner russischen Freundin, weiß ich nicht, ob wir das so gut geschafft hätten. Dragunova, dass sie halt immer im Stealth bleibt, wenn sie jemanden killt, das ist halt broken as shit, aber naja. Muss man nochmal gucken, ob das ein Zufall war, dass sie das Talent bekommen hat. Aber ich glaube, das hat sie immer. Das ist halt, wenn du ihr halt Rüstungsmunition gibst, dass sie halt Rüstung durchdringt. Was sie ja macht. Plus dann noch eine Genauigkeit, dass sie nicht daneben schießt. Und dann halt wirklich nur auf die Ziele geht, die halt fast tot sind und dann halt flankiert dabei. Dann ist es halt echt... Boah. Wenn sie jetzt noch sowas kriegt wie heftiger Schuss oder so, dass sie... extrem viel Schaden machen kann. Weiß ich nicht, was die Ältesten machen wollen. Und Saya ist Major. Das heißt, wir können jetzt Jagd auf den Ältesten machen. Episode 3. Wahrscheinlich müssen wir dann auch noch Episode 4 und 5 machen, aber... Vielleicht greift er hier die Rule of Three. Wir konnten die Außerwelten dieses Mal von der Avenger fernhalten, Commander. Aber ich bin sicher, dass sie wiederkommen werden. Wir müssen weiter mit den Fraktionen zusammenarbeiten, um sie aufzuspüren. Je schneller wir sie ausschalten, desto besser. Unantastbar. Wenn du einen Killer zählst, vertrifft dich der nächste Angriff auf jeden Fall nicht. Perfekt. So. Wir haben relativ viele Leichen. Archon, Andromedon, Chrysalis. So. Ich habe hier einen Kumpel, der eng mit XCOM zusammenarbeitet. Nennen wir ihn mittleren Offizier Stanford. Mein Freund Stanford ist seit 20 Jahren da draußen und versucht erfolglos, diesen Widerstand zu organisieren. XCOM liegt in Trümmern. Sein bester Kumpel ist in Gefangenschaft. Die Aliens haben ihre Basis hochgejagt und Stanford geht schlecht, okay? Oh,
Moment. Die Geschichte geht wohl noch weiter. Okay. Haben die anderen Soldaten auch eine Beförderung bekommen? Ihr Vater wäre stolz auf das, was wir hier geleistet haben. Was Sie aus diesem Schiff gemacht haben. Ich wünschte nur, er hätte noch erleben können, wie wir zurückkommen. Ja. Dass es nicht umsonst war. Glauben Sie mir, er wusste es. Ihr Vater hatte unerschütterliches Vertrauen in die Menschheit. Er wusste, dass wir diesen Krieg gewinnen können. Ich kann die Kameradschaft nicht verbessern, solange das so ist, wie es ist. Deckungsfeuer. Feuerschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgehen, nicht nur Bewegung. Weniger impulsiv. Das Feuern oder Werfen von Granaten oder der Einsatz schwerer Waffen als erste Aktion beendet die Runde nicht. Slim hat eigentlich keine schweren Waffen. Naja. Wir müssen definitiv die Leute regenerieren. Und ich brauche dazu eine Krankenstation. Gucken wir, ob wir noch was verkaufen können. Auf dem Schwarzmarkt. Der Markt ist offen. Ein paar Inventarinhalte können wir bestimmt noch verkaufen. Hier Sektoidenleichen haben wir relativ viele. Dann Betäubungslanzenträger, Mechfrax, Purificator, Priester, Muton. Gibt uns genügend, dass wir eine Krankenstation bauen können. Wir wissen, dass die hinterlistigen Verräter, die die Ältesten hintergangen haben, sich in der Nähe befinden. Sie wären gut beraten, sich von diesen nutzlosen Kreaturen zu distanzieren. So. Dann haben wir hier eine Krankenstation. Bald. Dann können die Leute nämlich sich ein bisschen erholen. Da uns die Vorräte ausgehen, tun wir direkt mal neue Vorräte anschaffen. Unsere Zusammenarbeit kommt nice. Sehr zugute. Und jetzt Jagd auf den Auserwählten. Saya, du bist dran. Zeig, was du kannst. Nimm dir mal Widowmaker mit. Oh, ich könnte noch einen Schnitter. Dass kein Soldat verwundet wird. Aber mein Schnitter ist momentan noch müde. Wie lange ist er noch müde? Neun Tage! Uff! Er sei ja auf Crack, die ist nie müde. Okay. Saya. Und wie gesagt, Widowmaker. Ihr beide könnt los. Kommt mir bitte lebendig wieder zurück. Wir erledigen das, keine Sorge, Commander. So. Direkt Einsätze. Wow. Vorräte. Das Avatar-Projekt steigt. Ne, das brauche ich eh nicht. Zusätzliche Panzerung. Zerstörung des Relays ist doch relativ einfacher. Deswegen machen wir das. Mein Team ist relativ angeschlagen, deswegen muss das B-Team her. Ja. Ich weiß nicht, warum Link plötzlich aussieht wie ein alter Mann. Alter Vater. Müde Leute reinbringen ist meistens eine schlechte Idee. Boah. Shepard, warum siehst du aus wie eine Weltraumtranse?
Alter, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich dachte, du verdienst dein Geld in der Armee. Nicht mit Lederriemen. What the... Komm schon, Shepard. Bisschen Würde. Duke genauso. Was ist los mit euch? Jedes Mal, wenn ich auf die andere Rüstung umstelle, kommen sie daher wie die letzten Weltraumtunden. Nichts gegen aktuelle Tunden oder so, aber... Sie darf ein bisschen freizügig sein, Spitfire. Okay, jetzt haben wir Schnitter, wir haben Shepard, wir haben viele Granaten, wir müssen das dieses Mal mit Granaten machen. Suchgeschosse und den Schattenhüter. Damit du perfekt triffst. Dazu dann am besten noch... Medikit. Beziehungsweise wir haben ja jemanden, der Medikit benutzen kann. Dann eine ganz normale Granate. Oder eine Blendgranate. Du bekommst Säuregranaten und... Drachengeschosse. Flat kriegt das Medikit und Giftgeschosse. Duke kriegt Krallengeschosse. Krallengeschosse. Und eine Gasgranate. Außerdem... Waffen freigeben, hallo? Ich wollte ihm die zwei Äxte geben. Aber scheint die Tutsai ja nicht hergeben wollen. Warum auch immer. Mein Mech ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Aber das ist okay. Saya. Saya? Gott, habe ich viele Leute. Saya! Ach, Saya ist unterwegs, deswegen, klar. Blöd. Soll ich den Mech mitnehmen, obwohl er angeschlagen ist? Ich glaube, ich nehme lieber Vartan mit. Und Scharfschütze kann echt nicht schaden. Obwohl... Nee. Ich nehme den Mech mit. Wo bist du? So. Bekommst du die EMP-Munition. Und für Granaten... haben wir noch normale Splittergranaten, die du benutzen kannst. Wir hätten jetzt nochmal Suchgeschosse, aber das bringt gerade eigentlich nichts. Waffenverbesserung hast du, Automatiklader und fortschrittliches Gesehen. Wir haben Fehlschüsse machen Schaden und viel Nachladen. Das viel Nachladen sollten wir eigentlich einem Scharfschützen geben. Gucken wir mal. Wille? Nee, das will ich nicht. Waffenverbesserungen? Hast du schon eine fortschrittliche? Ich glaube, ich weiß genau, ups, wem ich das gebe. Und zwar... Mox, wo bist du? Da bist du. Du
Du bekommst anstatt das Laservisier bekommst du Automatiklader. So. Good go. Du bekommst anstatt das Zielfernrohr das überragende Zielfernrohr. Und jetzt haben wir noch die Sache mit den Fehlschüssen. Wer schießt oft daneben? Drei Schaden. Du bist eh zum Markieren relativ stark, deswegen sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal bei XCOM 2 War of the Chosen mit eurem Commander Ron. Und dem B-Team mal wieder, weil das A-Team komplett außer Gefecht gesetzt wurde nach dieser abnormal epischen Schlacht auf dem Schlachtfeld. Bye-bye!